Weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Mafia 3. Folge Nummer 8, die hätte eigentlich gestern kommen sollen. Denn ihr da draußen, ihr habt Folge Nummer 7 so verdammt gut bewertet. Die Folge wurde richtig geliked und die Leute haben gesagt, Mann, Kies, ich brauche unbedingt Folge Nummer 8, hau die Doppelfolge raus. Ich komme sonst auf mein Leben nicht mehr klar. Und ich so, klar, ich lasse doch meine Fans da draußen nicht hängen. Natürlich habe ich dann Folge Nummer 8 hochgeladen und YouTube, das böse YouTube, hat gesagt, nee, Folge Nummer 8 ist zu heftig, zu viel Gewalt, zu viel schmutzige Wörter, zu viel Sexismus und Rassismus. Die Folge, die können wir so nicht auf den Markt bringen. Ich habe wahrscheinlich eine Oma zu oft geschlagen und deswegen wurde dann die Folge von YouTube gesperrt, gelöscht und durfte so dann nie veröffentlicht werden. Ich habe keine Ahnung warum. Es gab keine Playboys, ich hätte es ja verstanden, wenn die Folge ab 18 gewesen wäre, aber nein, YouTube hat direkt gesagt, nee, zu heftig, Kies, zu heftig, die deutsche Jugend, sie wird gefährdet durch dein Handeln. Tja, jetzt nehme ich die Folge nochmal auf, keine Sorge, von der Story verpasst ihr hier gar nichts, aber es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Und wir müssen zu Donovan. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich trotzdem unterstützen würdet. Fresse, Bruder. Erstmal hier ein Medikit mitnehmen. Denn ich werde garantiert keine Folge zensieren. Ich lasse mich von YouTube nicht zensieren. Mein Humor ist mein Humor. Nicht wahr, Opa? Genau, das mache ich mit den YouTube-Mitarbeitern. Und er soll so bleiben, wie er ist. Oh Gott! Und wenn ich Omis schlagen will, dann darf ich Omis schlagen. Denn ich habe heute meinen Brei schön aufgegessen. Ich meine, in welcher Welt leben wir, ja? Dass irgendwelche billigen Blondinen ihre Titten in die Kamera halten dürfen und dabei grinsen und voll den Scheiß aus ihrem dämlichen Maul geben. Aber so ein Videospiel, wo so ein bisschen anrüchig ist und hier und da mal Gewalt drin ist, das ist dann zu hart für YouTube Deutschland. Ja, sicher. Donovan. Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Okay, was haben wir hier? Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Drum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Serl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Okay, der Vater von Danny. Naja, Danny war ein guter Mann. Danny hat uns nicht verraten und Danny wurde auch getötet, so wie meine Familie. Deswegen denke ich, könnten wir uns einigen. Oder was meint ihr? Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Eins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen.
Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Skelette auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Also Vito, auf jeden Fall will ich Vito dabei haben. Ist ein guter Mann, hat er verdient. Burke ist schon ziemlich irre, aber ein Irre, der Sal tot sehen will. Finde ihn. Hab gehört, was du mit Richie Doucette gemacht hast. Bin froh, dass du noch weißt, wie es geht. Ich will dir ja nicht reinreden, aber wenn du Sal und seinen dämlichen Sprössling umlegen willst, musst du einen klaren Kopf bewahren. Was zur Hölle sind denn bitte Kaldaunen? Okay, das war's, ja? Ausgequatscht, gut. Vito! Hey, Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Hey Bruder, keine Panik. Ich bin so gespannt auf Joe. Ich meine, jeder wusste ja so ungefähr, was aus Vito wird. Er war ja safe, hat sich für die richtige Seite entschieden. War mega schwer. Aber was wurde aus Joe? Joe hat immer zu Vito gehalten. Aber er hat einen Fehler gemacht. Und ihr wisst, die Mafia, die verzeiht nicht. Und ich liebe dieses Lied. Runaway. Wie hieß der nochmal? Del Shannon oder sowas? Einfach ein geiles Lied. Ja, Vito, interessiert mich sehr. Ich denke, über Vito können wir vielleicht auch die Verbindung dann zu Joe bekommen. Denn Joe soll noch am Leben sein. Er soll auf jeden Fall eine kleine Rolle hier übernehmen in Mafia 3. Na, was haben wir sonst so? Und die Bullen. Aber wir zischen drüber. Rot nicht für mich. Alles klar, Vito hier drüben. Stopp, Moment. Kleiner Break. Kleiner Break. Hier drüben können wir irgendwas verkabeln. Da sollten wir hingehen. Je mehr wir kontrollieren, umso besser natürlich. Pfeif kein Lied. Nicht auf meinen... Moment, du warst gar nicht derjenige, der gepfiffen hat? Wer pfeift hier fröhlich ein Lied? Macht mich aggressiv. Was bist denn du für ein Typ? Ich habe keine Zeit für Sie. Was ist denn das für eine Mädchentasche, ha? Die Oma, wie sie rennt. Ach, das wird wieder gesperrt. Wer ruft hier die Bullen? Lady? Wie sie rennt, die Alte. Boah, du bist so ein mieser Wichser. Oh, eine geile Karre. Na komm, verzieh dich. Ich hab eh keine Zeit. Ja, ist auch besser so. Bei deinen Haaren? Er sieht beschissen aus. Na, zack. Ja, komm. Daneben. Und jetzt ist hier nochmal neu. Alles klar, perfekt. Denn wie viele verlieren wir denn eigentlich hier? Wir haben 7 minus 3. Ich muss diesen kubanischen Wichser treffen und ich verstehe keinen Ton von dem, was er sagt. Was ist denn hier los? Was zur Hölle ist denn hier bitteschön los? Totes Arschloch auf 12 Uhr. Alter, die stressen mich. What the fuck? Wie krass ist das denn? Alter, wie die mich hier rund machen wollen. Shit, und ich hab nix mehr. Krasser Scheiß. Und schon bin ich tot. Also die haben ihren Playboy da hinten gut verteidigt. Mann, die Gegner hier sind echt mies. Strunzdumm, aber echt mies. Gut, finden Sie Vito. Sind wir jetzt Partner? Die Mission verfolgen wir hier. Hast du gehört, wie es da drinnen so läuft? Na wie schon. Vito bekommt eine Abreibung. Ich wünschte, Greco würde uns den armen Sack einfach töten lassen und es hinter sich bringen. Nee, Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, bis wir ihn alle respektieren. Es wäre dazu nicht mehr nötig, als einen abgewrackten Nordstaatler aufzumischen. Okay, Vito bekommt da drin also hart auf die Fresse und wir müssen ihn rausboxen. Und wir sollten uns lieber beeilen. Denn der gut aussehende Vito, der soll ja gut aussehend bleiben, oder? Ich meine, der Mann ist alt, sieht aber immer noch gut aus.
Ich kann mir vorstellen, da stehen die Weiber Schlange. Wo ist der Kollege? Hä? Wo marschiert der rum? Angeblich hier vorne. Was macht der hier für eine Aktion? Schleicht hier rum, wie so ein fucking Ninja. Alter, was ist los mit dir? Verdammt, was war dein Problem? Ja, das gefällt dir, was? Und wer kommt jetzt? Ey! Aber hallo! Ich muss unbedingt mal hier so eine brutale Nummer abziehen. Aber irgendwie bin ich jedes Mal zu schnell. Ey, 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 ich hab keine Medikits! Oh, fuck, machen die einen Damage. Tja, wie es scheint, habe ich wieder keine Zeit für eine brutale Überwältigung. Ich brauche unbedingt Medikits. Komm schon, na, trag's wie ein Mann. Würde ich ja gerne. Aber ihr Schweine verschanzt euch hier drin. Alles klar, perfekter Schuss. Wie viele sind da drin? Genug, absolut genug. Mach mal Kuckuck. Schleich dich hinter ihn! Und das war ein tödlicher Schwanzschuss. Du bist doch tot. Oh nein, er windet sich. Oh, es tut mir so leid. Das muss mies sein. Das hat keiner verdient. Komm schon, das hat keiner verdient. Ich habe dem Kollegen hier hart in den Schwanz geschossen. Egal wie schlimm du bist. Hast du Angst, Arschloch? Schau nach, was da los ist. Aber tot durch Schwanzschuss. Na, das ist eine miese Sache. Eine richtig, richtig miese Sache. Oh oh. Warte mal. Vielleicht kann ich hier so eine... Nein, das musste auch wieder schnell gehen. Ich wollte eine brutale Nummer machen, aber keine Chance. Wie es scheint, hier drüben ist Vito. Und hier gibt es wieder spitze Titten. Alles klar, der Kollege ist tot. Was hat der hier vor? Er will sterben. Er will unbedingt sterben. Oh, hier drüben. Sag mal, sind die blind? Scheint so. Ach, drauf geschissen. Wow, 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 wow. Ich hab den Schwanzlutscher. Meine Güte, ein Typ. Ein Typ. Ich wäre schon wieder beinahe draufgegangen. Ja, Mann, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich brauche es unbedingt. Ich gehe in Deckung. Okay, den hole ich mir. Leck mich am Arsch! Ah, 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 ah. Oh. Medikit. Spritze rein. Okay, hier drüben ist der Verteilerkasten. Aber hier kann man noch eine Zeichnung finden. Ob das jetzt eine gute Idee ist, das zu machen, wenn die Gegner hier sind? Egal. Lincoln Clay. Der Brecher vom Dienst. Oh, Vito. Okay, Vito hier drüben. Noch ein Kollege hier am Start. Oh, fuck, es brennt. Der letzte Typ hier. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zeig deinen wunderschönen Kopf.
Kälte ist das? Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen! Alter, das würde durchgehen. Das ist nur Holz. Ein Wunder, dass du überhaupt noch am Leben bist. Oh, yes. Komm zu Daddy. Sexy Boobs. Wir schauen rein in die Sammlung. Und zwar hier drüben. Die sind gar nicht so spitz. Keine spitzen Brüste. So, was soll ich davon halten? Was soll ich davon halten? Hier kann man noch irgendwas mitnehmen. Vito, halt durch. Entspann dich. Ich hol dich gleich. Moment, Moment. Ah, Vito ist ein zäher Hund. Gefällt mir. Ist eine gute Charaktereigenschaft. Naja, in dem Business muss man auch ein harter Knochen sein, denn sonst geht man unter. Keine Sorge, Vito, ich hol dich. Hier oben gibt es nämlich noch eine Zeichnung. Wie, da komme ich gar nicht hin? Noch nicht? Habt ihr das gerade gehört? Krokodile. Alligatoren. Verdammte Monster. Ja, jetzt entspann dich. Bin ja schon unterwegs. Guck mal hier. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Er hatte Angst, es erregt Aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushau. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber... Was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja. Er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Row von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche, ja. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Okay, wir haben Vito am Start und jetzt können wir auch hier oben rein. Und ja, sie haben sein Büro
ganz schön auseinandergenommen. Aber eine Sache, eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich versuche immer noch, die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen. Das ging verdammt schnell. Das ging... Ich war nur 10 Sekunden vor der Tür. Eine wichtige Sache haben sie aber vergessen. Brüste. Sie haben die Brüste vergessen. Und genau da kommen wir ins Spiel, denn diese Brüste werden wir begutachten. Und sie sind verdammt gut gezeichnet. Respekt. Ich mach Geld für dich in River Row. Denk daran, wenn du das nächste Mal Gebiete verteilst. Hast du dich nie gefragt, wann's kracht? Mit Sal, meine ich. Nichts für ungut, aber du bist echt ein Monster. Isst du denn nie was, Junge? Stimmt, wir essen ja gar nichts. Tja, niemand weiß so genau, wie Lincoln Clay funktioniert. Einige sagen mit Luft, purer Luft. Andere wiederum sagen, wir schmatzen die Ohren unserer Opfer weg, wenn es dunkel ist. Wenn ich jetzt hier reinspringe, fressen die mich? Wenn ich dich hier reinwerfe, fressen die dich? Was ist denn los? Dich kann man nicht umboxen? Bist ein verdammt harter Junge, was? Gut. Wir haben viel zu tun. Sehr viel zu tun. Erstmal gehen wir hier drüben hin. Kommen wir hier rein? Die Tür hier? Nein. Er kann meinen Kindern so einen Quatsch beibringen. Aber hier drüben. Kannst deinen Arsch drauf verwetten, dass Vito sagt, man kann sich auf dich verlassen. Ich bin der Beste. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jacques Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt drauf an, ob deine Infos was taugen. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Torettos Leuten rauskriege. Retto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Ich arbeite schon eine ganze Weile für Vito. Also wenn du mich fragst, hat Marcano ihm nie eine faire Chance gegeben. Sei vorsichtig, wenn du Leuten erzählst, dass du für Vito arbeitest. Er ist ein guter Mann, aber er hat vielen ans Bein gepisst. Ihr müsst nicht beide darunter leiden. Die Dockarbeitergewerkschaft mag kein großer, nobler Betrieb sein, aber sie ist zuverlässig, solange die Leute arbeiten wollen. Wenn du in den Docks arbeiten willst, musst du dich der Gewerkschaft anschließen. Aber diese Scheiße unter Greco, es ist, als ob er die Leute von der Arbeit abhalten will. Okay, ich hab's verstanden. Greco, der muss weg. Und ja, Vito hat wirklich verdammt viele Feinde, liegt aber auch an der Storyline von Mafia 2. Gut, Moment, jetzt schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Also, hier muss irgendjemand weg, was haben wir hier Schönes? Die Schmugglerware. Was wäre denn als Nächstes? Ja, hier oben, oder? Zischen wir mal rüber. Sabotieren. Im Sabotieren bin ich gut. Sabotieren, übernehmen. Und swing. Ich swing mein Ding. Roman Barbieri here to tell you that ground chuck is on sale all week for 45 cents a pound. Great for burgers, great for chili, great for spaghetti and meatballs. Barbieri's Deli. When it comes to meat, mine can't be beat. Come. Alter, du bist ja ein Brecher, Junge. Mit deinem Anglerhut. So. Show ist vorbei, alter Angeber. Kein Zeuge. Will ich aber auch meinen. Was ist denn da los, hä? Was läuft denn hier? Diese elende Sumpfratte hat es für uns alle versaut. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Hollow-Schnitten ran will.
Verdammt, soll halt deine Kleine mal vorbeischauen. Donna sagt, wenn sie rausfinden, dass du farbige Mädels vögelst, so, kommen dich die Haitianer holen. Ein paar von uns, also, da hörst du's. Hör auf, schwarze Mädchen ficken zu wollen. Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis deine Frau das rausfindet. Kämpf für den Scheiß China, oder? Man fickt keine schwarzen Mädels. Nutella nur aufs Brötchen, aber nicht im Bett. Mann, den Spruch, den muss ich mir patentieren. Und zack! Okay, die brutale Nummer geht dann nur von vorne, mit einer Waffe in der Hand. Ich muss es testen, ich will es ja auch sehen. Leute, natürlich will ich sehen. Wenn man hier jemanden brutal abschlachten kann, dann will ich das. Wo sind die denn oben? Nein, einer ist hier drüben. Okay, warte mal. Wir nehmen mal hier die Knarre. Nein, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe B gedrückt gehalten. Ich bin einfach zu derbe. Wenn ich einmal zuschlage, dann ist Feierabend. Schwanzlutscher Greco. Ist der Arbeiter tatsächlich wach? Hey, wo gibt's Karten? Moment, hier gibt's Boobs. Boobs! Aber wo? Ah, hier drüben. Klar, checken wir aus. Kleiner Blick hier in die Sammlung werfen. Seid ihr bereit? Und Kunst. Pure Kunst. Aber das Gesicht, boah, creepy. Nicht mein Ding. Ich bin auch kein Mensch, der sich Hentai reinziehen würde. Ich weiß nicht, wenn es echte Frauen gibt und echte Pornos, wieso dann was Gezeichnetes? Alles klar, hier drüben gäbe es noch ein Medikit für mich. Da huschen wir mal hin. Dankeschön. Medikits. Zwei Stück. Ey, die Dinger sind Gold wert. Mittlerweile habe ich sie wirklich schätzen gelernt. Was haben wir hier? Geld. Ich verstehe nicht, welcher Idiot seinen letzten Kampf in einen alten Vergnügungspark verlegt. Nach allem, was ich gehört habe, hat Richie nie einen Preis für besondere Hirnleistungen gewonnen. Ja, trotzdem. Was machen wir hier, Mann? Sal lässt sich mit diesem weißen Wichser ein und der verliert prompt einen ganzen Teil der Stadt. Sal ist da an etwas Großem dran. Sieht aus, als wären Richie und der alte Sunny. Ich sehe ihn! Hältst du die Schnauze? Wir haben ein Problem. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh, nice! Ich hab's endlich hinbekommen. Oh, mit der Shotgun muss das gut sein. Komm und hol mich! Wir gehen zum Jugendamt! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Aber klar doch! Hab dich, du Arschloch! Bin voll der Killer, Alter! Oh, fuck! Oh, alles klar, die Dinger sind der Shit. Leute, ihr hattet recht. Ihr hattet absolut recht. Lohnt sich. Lohnt sich definitiv. Und zack, hier an die Weste ran. Ah, was gibt's hier drüben? Eine Notiz. Die Rechte. Ich gehe in Deckung. Vielleicht hat er Kehrt gemacht. Nein, hat er nicht. Und du bist tot. Lincoln Clay. Ich hab keine Angst. Alter. Er zaubert hier so eine Bombe. Er ist nicht hier. Scheiß drauf. Tja, hier wäre ich durch. Und wo ist der Kollege da oben? Ach, drauf geschissen. Alles klar. Den Laden hier haben wir erledigt und es geht natürlich direkt hier rüber zum nächsten. Wir mischen das ganze Viertel hier auf. Rein in meine Karre. Obwohl, ich muss sagen, meinen Jeep mochte ich lieber. Ah, da drüben wäre ein Jeep. Will ich ihn mir holen? Ach nee, komm. Ein bisschen Abwechslung. Aber der Jeep war wirklich gut. Die Steuerung vom Jeep war perfekt. Einfach nur perfekt. Der war so locker. So geil. Ich habe ihn geliebt, mein Jeep.
Job. Was haben die gesagt? Das war meine Schuld. Okay, was haben wir hier so? Einer hier drüben. Such mir selbst einen Job. Ihr Wichser wartet, bis ihr dran seid. Ja, aber er hat ihn umgebracht. Ich sag, du zahlst. Allmächtiger! Du bist weg hier! Ein schöner Kill. Hey, was ist denn? Ich geh in Deckung. Nein, 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 ich bin tot. Oh, verdammt. Alter, und der schrubbt mich um. Das ist so mies, wenn sie dich treffen. Das ist so mies. Ich hoffe wirklich, es gibt irgendwann Upgrades für mehr Lebensenergie. Wirklich. Ich hoffe es so sehr. Wo ist mein Auto? Klar, meine Karre steht da hinten. Weißt du was? Da sprinten wir rüber. Den Schrott nehme ich noch mit. Aber ja, das ist wirklich extrem. Du machst einen Fehler in dem Spiel und du bist direkt tot. Aber bis jetzt habe ich hier nichts gesehen. Karte, Abschussliste, Verbündete, Journal, aber keine Upgrades. Nicht wahr, Mädel? Auf die Straße mit dir! Die zieht sich hier volle Kanne einen Joint durch und wir schruppen sie um. Okay, die Sache machen wir noch, auf jeden Fall. Kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Die Leute haben Respekt. Oder Panik, Todesangst, wahrscheinlich eher Todesangst. Okay, warte mal, wir können hier rüber, oder? Lincoln, du bist eine Maschine. Er ist unglaublich sportlich. Eine alte Oma schlürft hier ihre Suppe. Was bin ich nur für ein Unmensch? Was reden Sie sich denn so auf? Ich habe keine Ahnung. Das sind die Steroide. Die machen mich wahnsinnig. Ich bin ein Drücker. Hab gesagt, ich will raus aus der Gewerkschaft. Such mir selbst einen Job. Was haben die gesagt? Also nochmal das Ganze hier. Jemand der hier war easy. So, ist tot. Deines gibt, ich fürchte, er glaubt uns nicht. Wow, 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 wow. Alter. Wir sind beinahe schon wieder gestorben. Komm, 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 komm. Ah ja, hier nicht lange rum. Yes. Ah, der war zu heftig. Aber der hier. Oh, nice. Das war's wert. War das wieder ein Schuss in die Eier? Oh, es tut mir so leid. Aber es ging schnell, Bruder. Es ging Gott sei Dank schnell. Ich habe so eine Neigung, aus irgendeinem Grund direkt in den Schwanz zu schießen. Genauso wie der hier. So, hier. Ich erlöse dich. Hey, ich bin kein Unmensch, ja? Ich meine, ein Schuss in die Eier ist heftig. Ist einfach nur heftig. Gut, keine Zeugen. Wir sind hier und wir müssen noch ganz schnell hier drüben hin. Eigentlich ist die Folge schon wieder vorbei, aber hey. Weil wir so Probleme hatten mit Folge 8. Was natürlich nicht meine Schuld ist, aber ihr habt wirklich verdammt gut supportet. Machen wir noch ein bisschen länger. Kein Thema, Leute. Wirklich? Wirklich jetzt? Die Alte will es wirklich tun? Na, drauf geschissen. Ich hau einfach ab. Ich bin einfach zu schnell. Wow, 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 wow. Ich wollte ihn wegtackeln. Ging irgendwie nach hinten los. Das ist eine Maschine, der alte Mann. Oh. Ach, die Passanten hier. Einer dümmer als der andere. Okay, was haben wir hier? Aus dem Weg. Achtung! Ey, brauchst du eine Brille? Erstmal hier noch dann verwanzen. Hey,
Hey, Kumpel, hast du das gehört? Behalte deine Scheiße für dich. Messer rein, Kehle raus. Och nee. Es gab ein Tötungsdelikt. Oh, jetzt kommen die Bullen. Ganz toll. Lass doch Kriminelle töten. Falls sich eine Einheit in der Nähe befindet, könnte sie mal hinfahren und die Lage überprüfen. Ist doch nur fair, oder? Kriminelle töten Kriminelle. Das ist bestimmt. Das ist eine gute Sache für alle. Das gefällt mir nicht. Was ist da los, verdammt? Was ist da los, verdammt? Ey, die Bullen kommen wirklich und die wollen mich wirklich an den Sack kriegen. Das schaue ich mir mal aus der Nähe an. Jetzt kann ich hier noch Bullen töten. Was zur Hölle soll das sein? Verspreche ich euch. Entweder ihr Jungs bringt das in Ordnung oder die gesamte Gewerkschaft geht mit mir baden. War das deutlich genug? Na, verdammt! Shotgun-Bulle! Nein! Ach, er hat nicht mal abgedrückt! Ey, du kannst dir in dem Spiel keinen Fehler erlauben. Die splattern dich direkt auseinander. Klar, und ich auch, ne? Aber es interessiert ja niemanden. Aus dem Weg! Ich muss die Mission noch beenden. Das Ding wird beendet. Dass wir in der nächsten Folge dann die Vito-Geschichte vorantreiben. Okay. Alles klar. Jetzt kommt mir niemand dumm. Ich hoffe bloß, irgendein Arschloch liefert mir einen Vorwand. Die stehen halt genau in der Öffentlichkeit, ne? Die stehen beschissen. Die stehen einfach beschissen. So, einmal. Du machst die Schlange für die Arbeitsgenehmigung ist übrigens die hier drüben. Dann hole ich mir den da drüben. Die fucking Doors. Boah, die Doors hätte ich auch gern gesehen. Er muss hier entlang gegangen sein. Komm schon. Nimm Drogen! Nimm Drogen! Verdammt! Okay, alles gut, alles gut. Autsch! Der Hurensohn gehört mir! Scheiß drauf! Alter! Jetzt werde ich hier zum Psycho. Erstmal hier rein. Ah, jetzt kommen die Jungs. Wow. Hui. Ich wäre schon wieder beinahe krepiert. Und wir haben den Scheiß. Ja, die Folge ging jetzt ganz schön lange. Wie das Ganze hier weitergeht mit Vito, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge noch bewerten würdet. Vielleicht gibt es ja heute eine Doppelfolge. Ihr wisst, ich bin immer offen. Wenn das Feedback stimmt, dann gibt es gerne eine Doppelfolge. Wie kann das bitte schön daneben sein? Also, danke fürs Zusehen, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.